Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Großer Preis von Frankreich. Manicur. Der Retortenkurs von Nevers liegt in der französischen Provinz und gilt vor allem in Fragen der Fahrsicherheit als vorbildlich. Leider ist der Kurs völlig flach und bietet optisch wenig Aufregendes für Fahrer und Zuschauer. Gleichzeitig ist die extrem ebene Fahrbahn nicht unproblematisch, da sie den Fahrern kaum Orientierungspunkte bietet und auch viele Kurven kaum einsehbar sind. Die Streckenführung ist sehr kompakt und bietet den Zuschauern von fast jeder Position einen guten Einblick in das Renngeschehen. Problematisch für die Fahrer sind hauptsächlich drei Abschnitte des Kurses. In der Adelaide-Kurve, die direkt auf die lange Gegengerade folgt, müssen die Wagen von ca. 300 Stundenkilometern auf fast 50 km abbremsen. Eine harte Prüfung für die Bremssysteme der Fahrzeuge. Die Motoren werden besonders auf der langen Steigung zwischen der 180-Grad-Kurve und der Imola-Kurve beansprucht. Besonders schwierig ist schließlich die lange Rechtskurve nach Start und Ziel. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei dem Kurs bei 190 km in der Stunde. Eine Herausforderung für Fahrer, Reifen und Motoren. Servus und hallo zu Formel 1 Manager Professional. Lange, lange ist es her. Ihr wolltet, dass es weitergeht und ich habe darauf gehört und habe mir einen neuen Co-Partner eingeladen. Gemeinsam mit ihm werde ich dann das Rennen zeigen und das Qualifying gibt es wie üblich alleine. Blick in die Statistik, bevor wir dann das Frankreich-Rennen starten in Manicur. Platz 1 im Moment in der Fahrerübersicht ist Valvoric, also ich, mit einem Punkt hauchdünn vor Dagomi im Williams. Auf Platz 3 der Wesker, ebenfalls im Williams. Dann kommt der Dessos, Mr. Alucard, Tigermaus, Aginder Cakes, Carabios, Tom.io, XTQM Hose und White Gamer. Das sind die 11 Fahrer, die bisher Punkte haben. Und schauen wir mal, ob noch jemand dazukommt. Bisher noch ohne Punkte sind Simon, Uki, Vikos, Ben Firestorm, Combocraft, Darko LP, Peacemaker, Marvin F10, der Giftzwerg, Manfred der Indianer, Classic Gaming Fan, The Circuit und Juventus FC. Mit ein paar habe ich leider keinen Kontakt mehr. Viele andere sind aber noch Stammgäste auf dem Kanal. Für die würde ich mich natürlich schon sehr freuen, wenn die auch mal Punkte bekommen. Und dann schauen wir gleich mal zum Rennen, würde ich sagen. Da ist alles fix eingeladen. Können wir gleich mal nach Manicur starten. Qualifying mache ich wie üblich alleine, weil ich mich da immer ziemlich konzentrieren muss, dass ich da auch wirklich alles richtig mache und das kann ich irgendwie nicht so recht, wenn ich einen Co-Partner an der Seite habe, den ich dann noch irgendwie unterhalten muss. Wow, das ist aber ein ziemlich aggressives Setting, was ich da so sehe. Mal gespannt, ob das so gut klappt. Ich habe das jetzt einfach reingeladen, weil ich es mal gespeichert hatte. Das könnte aber auch nach hinten losgehen, gerade wenn ich mir die Bremsen anschaue. Aber gut, es gibt so, ich bin ja selber nicht wirklich der Technikfuchs, gibt ja im Internet, habe ich eh schon ein paar Mal erwähnt, diese Setups, die man sich runterladen kann und die dann, ja, was das heißt, die sind halt besonders gut. Und die soll man unbedingt ausprobieren. Da gibt es wirklich Füchse, die tüfteln da herum, die kennen sich damit aus. Und denen vertraue ich einfach mal, dass die Bremstaktik so passt. Buchsenstopp technisch, das ist jetzt die Frage. Wir haben welche Reifen? Ich habe es auch schon falsch geklickt. Ich habe es auch schon ewig lange nicht mehr gezockt. Eben seit der letzten Let's Play Aufnahme nicht mehr reingeschaut. Und gerade Grand Prix Manager, also Formel 1 Manager Professional, ist etwas, wo man nicht so schnell reinkommt. Es ist nicht so intuitiv erklärt,
Deswegen braucht man immer längere Zeit, um sich reinzufuchsen. Das ist auch so der Grund, warum ich nicht so viel aufnehme davon. Ich sollte mehr am Stück aufnehmen. Ich möchte halt immer versuchen, ein paar neue Co-Partner mit reinzubringen. Und da dauert das immer, sich was auszumachen. Dann habe ich wiederum keinen Bock dazu, mich reinzufuchsen. Und ja, es ist alles so eine Kombination aus dem Ganzen. Weswegen dann nicht so viel kommt. Das schaut alles nach Zweistopp aus. Aber ich glaube, die Bremsen würden wiederum eher auf Einstopp hinweisen. Ich glaube, ich würde es wieder splitten, dass ich einen auf zwei Stopp schicke und einen auf einen. Gut, da schlägt er mir 64 vor, da sagt er mal 70. Tom wird derjenige sein, der es auf einem Stopp probiert und ich werde es auf zwei probieren. Vollgetankt automatisch auf keinen Fall. Und damit schauen wir auch rein ins Qualifying. Auf die Trainingszeiten gebe ich persönlich nie was. Interessiert mich eigentlich nie. Ich bin immer dann der Qualifying und Racer Typ. Schwacher Regenfall. Das wird jetzt sehr spannend. Denn es kann entweder aufhören oder es kann auch immer stärker werden. Ich mache so, dass ich immer mal auf jeden Fall rausgehe, sodass ich eine gezeitete Runde habe. Und dann einfach abwarte, ob es besser wird oder schlechter wird. Den Frontflügel werde ich auf jeden Fall um ein paar Grad hochstellen bei beiden. Ich glaube, ich werde auch die Bremsen nach hinten stellen. Ganz nach hinten wäre Regen, aber machen wir das mal so. Bin ich auch am Überlegen, ob ich da nicht unterschiedliche Strategien verwenden soll. Ich glaube, das wird gleich so richtig in die Hose gehen, weil ich es einfach schon lange, lange nicht mehr gezockt habe. Überlege gerade, ob ich eine aggressive Strategie machen soll, ob ich mich voll aggressiv stellen soll und ob ich Tom eher auf Logik stellen soll, eher gerade so in den Regenbereich. Und auch die... halt, das passt schon so. Noch den Flügel vielleicht noch höher stellen. Bei mir noch ein bisschen runter mit dem Flügel. Und dann mal schauen, was besser passt. Sicherheitshalber gehe ich hier auf 12. Regenreifen haben wir drauf. Und dann können wir auch schon reinstarten. Wenn ich noch den richtigen Button finde, dann sind wir überhaupt dabei. Start für zwei Runden. Hier muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Dann lasse ich ein bisschen länger Pause und dann schicke ich Tom auch noch rein. So, alles klar. Dann schauen wir mal auf die erste gezeitete Runde. Bin schon sehr gespannt. Beim Regen ist es überhaupt immer so, dass halt die Differenzen extrem auseinanderklaffen. Das finde ich immer sehr spannend. Valvoli kommt zu Start und Ziel. Klaffen halt so extrem auseinander, weil sie im nächsten Moment trocken sein kann, die Strecke. Und dann kann man wieder ganz gute Zeiten fahren. Oder es regnet eben noch mehr und je nachdem, wann man da rauskommt,
So sieht's dann halt aus und so. Ja. Da muss man halt wirklich dann einen guten Zeitpunkt erwischen, dass man reinkommt oder rausgeht. Wird die FPS auch noch ein bisschen hochstellen dann zum Rennen, weil ich merke gerade ein bisschen eine Verzögerung. Nicht signifikant, aber bei manchen Stellen ruckelt es ein bisschen. Oder fahren wir wirklich so langsam? Anyway, ich bin gerade auf der langen Gerade. Und hol ordentlich auf einen vor mir fahrenden. Der ist gerade in seiner Aufwärmrunde. Das ist ein Aeros, was ich von hier erkennen kann. Und ich bin doch ziemlich schnell unterwegs und komme jetzt eh zum Start und Ziel. Schauen wir mal, was das für eine Zeit war. 1:30:68. Und jetzt bin ich gespannt, ob Tom mit seinem anderen Setup besser ist als ich. Tom craft schon mal dahinter, das ist mal gut. Er ist aber nicht wirklich die Konkurrenz. Tom. Boah. Nein, da war mein aggressives Setup wirklich besser, witzigerweise. Jetzt ist die Frage, ob ich da vorbeikomme. Ich glaube, ich werde da ziemlich aufgehalten, weswegen ich uns beide an die Box holen werde. Ja, ist extrem schade. Juventus FC haltet uns da auf. Oder mich in dem Fall. Deswegen werde ich gleich an die Box kommen und die Runde abbrechen. Bei beiden, weil bei Tom bringt es auch nichts. Der ist auf einem schlechten Setup unterwegs. Schick mal beide an die Box. Dann haben wir noch eine Chance mehr. Dann können wir noch ein Outing machen mit 2 Runden und ein Outing mit 3 Runden. Okay, der ist gerade auf der... Vielleicht doch nicht. Naja, nein, die Runde ist zerstört. Auch wenn ich gerade Juventus überholen konnte. Die Runde wird zerstört sein. So, und Tom kommt dann auch rein. Wie schaut's hier aus? John Falola, Minardi, wow, Wesker dann dahinter erst. Im Williams, sieh an. So, was jetzt einmal wichtig ist, oh, es regnet mittel. Kann halt auch mit reinspielen, der zuerst rausgefahren ist, in dem Fall war ich das, dass der dann die besseren Karten hat. Ich möchte auf jeden Fall Tom nochmal rausschicken. Die Regenreifen von ihm müssten noch in einem sehr guten Zustand sein. Ich schicke mal Tom mit meinem Setting auf die Strecke. Vielleicht sogar noch aggressiver, auf 8 und auf 18. Und auch für 2 Runden mal. Aber jetzt ist gerade ziemlich viel los auf der Strecke, allerdings möchte ich halt noch rausfahren, bevor der Regen komplett stark ist. Und ich darf sich gerne noch ein bisschen verbessern, zeitentechnisch. Vier Teams auf der Strecke im Moment. Schauen wir uns mal das Regenthermometer an. Ja, 12 mm. Das klingt an sich okay.
Nach wie vor sind viele auf der Strecke. Schauen wir mal, ob wir einen guten Zeitpunkt erwischen zum Rausfahren. Wir nehmen diese Kameraperspektive und schwenken nach vor. Okay, das sieht soweit gut aus, da kommt keiner raus. Derweil zumindest nicht. Da war gerade wer. Sollte aber passen. Schickt man mal den Tom raus. Auf zwei Runden. So, der Vater. Und jetzt hoffen wir, dass die Zwischenzeit von ihm besser ist. Er kommt jetzt zu Start und Ziel. Da schauen wir rein. Aus Toms beliebter Kameraperspektive. Geht er jetzt über Start und Ziel. Hoffentlich kommt da keiner von ihm raus. Schaut gut aus. Schaut gut aus, da hat er glaube ich niemanden vor sich. Jetzt geht's in die fliegende Runde rein. Und dann werde ich eh sehen, wie seine Zwischenzeiten sind und ob es Sinn macht, dass wir ihn draußen lassen. Er war doch 4 Sekunden langsamer. Das lag ziemlich sicher an der Bremsbalance. Ja, okay. Sieht soweit ganz gut aus, muss ich sagen. Ein bisschen Rückstand vorher hat er sogar geführt in der ersten Zwischenzeit. Vor allem auf den langen Geraden, das ist klar. Das war so die erste Zwischenzeit, hier dann die zweite und dann die dritte. Dritte wird er vielleicht noch mal ein bisschen aufholen, sind ja auch wiederum lange Geraden. 32, 1:35, okay. Immerhin auf Platz 3. Schauen wir mal, ob er sich jetzt in der zweiten Zeit nochmal verbessern kann. Dessos schafft es dabei auf Platz 2, 1 sogar. So, nee, das wird nicht mehr besser. Da kommt er rein. Ganz knapp bemessen mit dem Tank. Schwacher Regen. Was machen wir? Platz 2 und 4. Relativ viel los auf der Strecke. Das ist so ein Gambeln. Tom braucht mal auf jeden Fall neue Reifen. Ich werde noch mit meinen fahren, glaube ich. Sind noch nicht so abgenutzt. Ich habe jetzt auch mal nicht alle Komponenten ausgetauscht im Setup, sondern nur die, die über 20% angeschlagen sind. Weil das sollte noch ein bisschen Geld sparen auf jeden Fall. Hoffe ich, dass das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Gut. Monsieur Valvorik, was machen wir? Das sieht soweit ganz gut aus. Ich klicke immer auf den falschen Button.
So, raus mit mir. Für zwei Runden. Da kommen welche. Was geht sich vor denen aus? Boxenausfall ist ja da zum Glück relativ kurz. Das hat man schon anders erlebt. Giftzwergschaft auf Platz 3. Oh, wieder ein mittlerer Regenfall. Der hat es gerade ausgenützt, den schwachen Regenfall, glaube ich. Und ich komme jetzt über die Ziellinie und starte meine erste schnelle Runde in diesem Outing. Vor mir ist, soviel ich sehe, niemand. Tom fällt ein bisschen ab auf Platz 6. Ich bin noch Zweiter. Siebter Vikos, dann The Wesker, Combo Craft, Mr. Alucard, Tiger Mouse, Daco LP, White Gamer im Ferrari, ziemlich abgeschlagen. Oscar Rabeus im McLaren. Juventus FC, Simon XD Köln Hose im Sauber. Classic Gaming Fan, Ben Firestorm, Peacemaker, The Serky. Push Push. Das wäre schon ganz cool, wenn du da noch weiter nach vorn kommst, oder? 22 Uki, dann Manfred der Indianer. Auch ein sehr fleißiger Abonnent von mir. Und Marvin FCN auf Platz 24. Entweder ich habe gerade die Zwischenzeit nicht gesehen oder es war keiner eingespielt. Das Zweitere wäre gut, weil das bedeutet dann, dass ich auf einer relativ schnellen Runde bin. Weil wenn ich führe, wird die Zwischenzeit ja nicht eingeblendet. Schauen wir mal. Start und Ziel 1:30, 1:50. Huh. Besser. Hab mich verbessert. Allerdings nur zeitentechnisch. Platz immer noch Wesker. Destos auf Platz 1. Im Ferrari. So, da ist die Zwischenzeit. Das heißt, ich bin hinter Destos in dem Fall. Blick auf den Seitenmonitor. Sektor 1. Da war die beste 21.1, jetzt bin ich 22.3 gefahren. Das ist doch relativ grottig. Da müssen wir uns mal anschauen. 16.50. 32, was kommt danach? 57, 93, oh, nein. An die Garage. Das wird nichts mehr. Das wird auf keinen Fall eine Verbesserung dieser Runde. Da komme ich lieber rein und werde noch ein bisschen mir das aufsparen und eventuell dann noch einmal rausfahren, je nachdem wie das Wetter jetzt noch mal wird und ob sich's auch wirklich auszahlt. Auf jeden Fall neue Regenreifen. Schwacher Regen. Aber es ist noch eine Zeit lang zu fahren. Vielleicht wird's noch trocken. Wenn nicht, sind wir Zweiter und Sechster. Damit kann ich eigentlich auch ganz gut leben als Startposition. Jetzt mal ein bisschen schneller vorspulen. Der Regen klingt nicht ab. 40 Minuten schon. Es bringt fast nichts, wenn wir jetzt nochmal raus vom schwachen Regen. Es ist wieder auf Mittel angestiegen.
zweiter und siebter. Wieder schwach abgefallen. Pendelt immer zwischen schwach und mittel. Tom hätte noch drei Runden. Es ist fast keiner da draußen. Ich schicke auf jeden Fall den Tom nochmal raus. Auf drei Runden. Soll ich mit mir noch gamblen? Weil Tom muss sich noch verbessern. Oder es wäre schön, wenn sich Tom noch verbessert, sagen wir so. Schauen wir mal, was die Zwischenseiten dann sagen. 33.03 hat sich nochmal verbessert. Zumindest zeitentechnisch. So, jetzt haben wir es gleich 50 Minuten. Oh, das war gerade eine ziemlich schwache Runde. Probieren oder nicht? Probieren oder nicht? Es wird ein ganz kurz, ganz knapper, eine knappe Sache. Ich glaube, zwei Runden mehr fahre ich nicht. Ich probiere es. Ich fahre nochmal raus. Was soll ich zu verlieren? Tom, das war keine Verbesserung mehr. Platz 7 ist es bei ihm im Moment. Bei mir war es eine ziemlich miese Rundenzeit. Die war besser. Die hätte ich Tom gewünscht. Denn die hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen. So, und das war's dann wohl. Regenfall blieb bei Mittel. Schade, es hat nicht aufgehört. Auf das habe ich gehofft. Auf das habe ich spekuliert. Es ist die Frage, wie es im Rennen dann ist. Ziemlich sicher wieder trocken. Deswegen würde ich mal sagen, wir hauen uns wieder die Slicks rauf. Ich kann sie auch dann später noch wechseln. Der Einzige da drinnen mit Slicks. Ja. Hab schon die Regen... die... Rennstrategie. Ansonsten kann ich es ja soweit lassen auf 8 und 18. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, ich hoffe, die Startaufstellung wird übertragen bei euch. Ich lese sie mal sicherheitshalber vor. Platz 1, Pole Position für De Tessos im Ferrari mit 1,2948. Dahinter komme ich mit 1,3050. Platz 3, der Giftzwerg im Sauber. Wahnsinn. Aginda Keke McLaren auf 4. Dagome, unser direkter WM-Konkurrent, auf Platz 5 im Williams. Der Wesker, sein Teamkollege, dann der Tom, mein Teamkollege, Platz 7, weiters Vikos, White Gamer, Combo Crafts, Carabios, Mr. Aluka, Tiger Mouse, Dark OLP, Juventus FC, Uki, Classic Gaming Fan, Peacemaker, Simon, Marvin FCN, XDQM Hose, nur auf Platz 21. 22 Ben Firestorm, boah, nicht qualifiziert, Manfred der Indianer und Sirke. Gerade ihr beiden. So, ich habe zwei Stops. Macht das Sinn? Oder sollte ich nicht auch nur auf einen Stopp gehen? Ich habe jetzt bezüglich Reifenabnutzung überhaupt kein Feedback gerade erhalten.
Ah, die Highspeed-Strecke, sie hat viele Kurven drinnen. Ist die Frage, ist das, wird sie als Highspeed-Strecke gewertet? Was mache ich? Ein Stopp oder zwei Stopp? Mit zwei Stopp könnte ich relativ gut vorne mitfahren, vielleicht mich absetzen. Dann probiere ich das einmal. Und 115. Probiere ich so. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und dann war es das auch schon mit dem Qualifying und wir sehen uns gleich zum Rennen, dann mit dem Co-Kommentator.